Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. So, wir haben jetzt also in der letzten Folge hier oben noch so ein Dingensen hingebaut, also so. Keine Ahnung, wie die Dinger eigentlich heißen. Müsste mich mal informieren. Auf alle Fälle müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass wir da hochkommen. Damit wohl nicht. Können wir da eine Leiter hinbauen? Oh, ja, eine Leiter, genau. Wir bauen eine Leiter. Jetzt können wir hier hochklettern und sind hier oben, okay. Das soll mir recht sein, das passt schon mal. So, haben wir eigentlich mittlerweile... Ja, wir haben das Filtrationsmaschinenteil geholt. Das wollen wir jetzt hier reinstecken in den Fragment Analyzer. Und dann wird der uns das hoffentlich jetzt so bald beibringen. Naja, wir werden das halt lernen, wie wir das machen können. Irgendwie sieht das komisch aus. Und hier muss ein Fenster rein. Haben wir dafür eigentlich noch genügend Glas? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Haben wir da was mitgenommen? Ich will zumindest ein Fenster hier drin haben. So. Wobei, ich glaube, wir brauchen zwei für Fenster, oder? Wir packen das nochmal schnell aus und dann gucken wir nochmal nach. Fenster brauchen wir tatsächlich zwei. Cheat. Wir müssen uns auch noch Quarz besorgen. Oh Mann. Wieso bin ich jetzt hier weggegangen? Was ist denn mit mir los? Ich bin geistig verwirrt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Glas. Und nochmal Glas. Und auch nach oben tigern. Und ich glaube hier war das. Exakt, wir gucken richtig. Das passt und dann den Rest, den stellen wir dann hier mit lauter Schränken und allem anderen Gedöns zu. Und dann passt das schon. So. Jetzt aber erstmal weg mit diesem Zeug. Wir klettern wieder nach unten und chitten los. Wir brauchen nämlich massenhaft Pilze. Sieht eigentlich aus. Ah, ich muss das Titan noch einlagern. Moment. Renn. War das hier drin? Nein. War das hier drin? Nein. Aber hier. Zwar auch nein, aber da gehört's rein. Könnte eigentlich nochmal Wasser machen. Nee, wir brauchen eine Korallenprobe. So war das. Das nehmen wir und die Tischkorallenprobe kann wieder weg. So, jetzt können wir damit Bleiche machen und Wasser. Halt. Erstmal so. Chlor. Ah, das ist doch viel schöner, wenn wir hier noch unser Zeug fertig machen können. Dann müssen wir nämlich nicht ständig die Energie von unserem Schiff verschwenden. Ja, doch sehr gut, dass wir hierher gekommen sind. So. Ist wieder voll fresh. Jetzt raus mit uns. Und wir nehmen natürlich wieder... Zur Untersuchung. Nein, zum Sammeln. Ich spreche heute wieder wir. Zum Sammeln nehmen wir natürlich die Simo. Jetzt chatten wir hier rum. Wir brauchen also eine Menge Quarz. Wir brauchen Pilze. Und immens wichtig Kupfer. Dann stellen wir nämlich das ganze Gedöns her und dann werden wir wirklich komplett aufmunitioniert, auch mit Nahrung und allem möglichen Zeug. Losflitzen. Und Moment, ich muss kurz niesen. Ach, Henny, schlimm. Dann werden wir damit also losflitzen zum Wrack. Und dann werden wir da alles mitschleppen. Also zum Wrack der Aurora. Und dann werden wir da alles mitschleppen, was wir kriegen können. Und ich hoffe, dass wir coole neue Technologien bekommen. Dass wir alles richtig fett aufrüsten können. Hier ist nichts. Wieso ist hier nichts? Wir waren jetzt hier doch eigentlich schon länger nicht mehr. Das heißt, es müsste hier doch jetzt massenhaft Zeug sein. Müsste doch alles wieder gerespawnt sein. So, jetzt müssen wir schnell gucken. Können wir das hier kaputt machen? Nee, okay. Welcome aboard, Captain. Danke. Es freut mich immer wieder, dass du mich so nett begrüßt. So. Wo wird sich hier noch was befinden? Es wirkt hier alles einfach so total leer geglaubt. Hier war, glaube ich, immer was.
Nee, das ist auch mehr oder minder komplett leer. Was soll denn die Scheiße? Das Zeug ist einfach nicht gerespawnt, währenddessen wir nicht da waren. Wie konnte denn das passieren? Normalerweise respawnt das doch total schnell. Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Wobei wir jetzt eigentlich auch erstmal sagen könnten, hey, wir nehmen erstmal nur die Pilze mit. Und dann hätten wir jetzt schon mal mehr als genug, um die nächsten Batterien zu bauen. Ja, wir sind so ziemlich voll. Zwei Sachen gehen noch. Dann springen wir da nochmal schnell raus. Yay, yeah, jetzt können wir sie also legitim bauen. Endlich wieder. Das ist sehr schön. So, wir gucken uns um. Hier müsste irgendwo da Basis. Da sagt das Beacon, dass sie ist. Dann düsen wir da auch schnell wieder hin. Laden die Pilze aus. Und dann chatten wir wieder los. Und besorgen noch mehr Kupfer. Und Quarz. Wenn wir das... Entschuldigung. Wenn wir das dann haben... Und dann düsen wir aber wirklich los. Ich werde das einfach mal hier mit reinhauen. Irgendwie sehe ich, dass wir das gerade voll machen. Crazy Shit. Kommt das eben auch noch hier rein? Titan hatten wir hier gelagert. Da gab es wieder Wasser oder was? Nee, Salz gab es. Na, von mir aus. Hauen wir das Salz hier auch noch rein. Ups. Und weiter mit uns. Wir müssen noch dringend was essen. Moment, wir holen erstmal noch ein paar Fische. Dann essen wir nämlich noch schnell. Und dann brechen wir wieder auf. So, Nahrung. Eins, zwei. Das sollte dann doch erstmal reichen. Und ja, ich schwimme tatsächlich extra nochmal zurück und ich mache das nicht irgendwie, um Zeit zu schinden oder so, sondern um einfach Energie auf dem Schiff zu sparen. Ich möchte halt weniger Sachen auswechseln müssen oder weniger so Energiezellen. Das ist im Moment irgendwie so echt unser Rohstoffproblem schlechthin. So. Würde ich sagen, gehen wir jetzt ein bisschen in die Richtung. Und hoffen, dass vielleicht dann hier irgendwo noch Quarz gespawnt ist. Und vielleicht so neue Kalkablagerungen, in denen wir wieder tolle Sachen finden. Namentlich genannt Kupfer. Das wäre schon schön. So. Und der Titan natürlich. Aber da habe ich zumindest nochmal zwei Reißzähne gesehen. Die nehme ich jetzt einfach auch mal mit. Ist das hier nichts? Aber hier ist nochmal eine Kalkablagerung. Mit Kupfer. Okay. Welcome aboard, Captain. Da ist auch nochmal eine Ablagerung. Mit Titan. Ich weiß echt nicht, was wir mit dem ganzen Titan anstellen sollen. Ja, shit, ey. Da ist halt mal echt nichts, ne? Muss ich doch nirgends irgendwo Quarz spawnen. Das kann doch echt nicht sein. Na, vielleicht werde ich dann in der zwischen der nächsten Folge und dieser doch nochmal allein so 10 bis 15 Minuten sammeln gehen, damit ihr das nicht miterleben müsst. Und dann werden wir vielleicht wieder aufbrechen. Aber das wäre ja kacke, ich will jetzt langsam mal losziehen hier. Auch im LP, ich möchte nicht immer nur mit euch sammeln gehen. Na, so langsam wird das doch. Meine ich hier noch irgendwo was? Da. Ist aber halt Titan.
Und ich habe hier irgendwie immer das Gefühl, als wäre die Maus ein bisschen zu schnell eingestellt. So, ich nehme auch gleich nochmal mit, weil wir euch dann noch essen werden. Oh, komm. So, einen Moment, ich werde das jetzt mal ganz kurz machen mit der Maus. So, jetzt gehen wir hier schnell mal in die... Das ist schon ganz unten. Naja, es ist auf alle Fälle schon mal wieder ein kleines bisschen besser. Ups. Das war keine Absicht. Ah. Da hätten wir doch was. Oh, und da auch. Und da doch auch. Also, ist das Zeug jetzt gerade eben erst respawned oder habe ich das vorhin einfach nicht gesehen? Bin ich so blind? Ich glaube irgendwie nicht. Ich denke einfach mal, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen Glück hatten. Die Sachen hier tatsächlich gerespawnt sind. Da ist nichts, oder was? Oh, doch. Das ist zumindest nochmal Quarz. Dann möchte ich mich ja gar nicht mal beschweren. Denn das brauchen wir halt auch wirklich dringend. So. Licht an. Ja, aber da ist nichts mehr. Okay. Das ist halt irgendwie auch problematisch, dass diese Energiezellen eigentlich so viele Rohstoffe brauchen. Und da halt auch Rohstoffe dabei sind, die man relativ schwer bekommt. Hm. Hier sind geblockte Eingänge. Hier ist ein regulärer Eingang. Gucken wir doch mal, was sich da drin verbirgt. Nebenquarz. Nicht so viel, aber... Zumindest noch so ein paar nette Quarzdinger. Das ist doch schön. Wie nennt man das eigentlich? Das sind Kristalle, ne? Quarz. Quarz ist ein Kristall, ja. Genau. Könnte man hier sagen, kristalline Strukturen. Strahlung detected. Oh. Das ist schlecht. Ich trage aber doch noch so einen Strahlenschutzanzug. Ich wag's hier einfach trotzdem mal. Wir sollten aber wahrscheinlich gleich mal auftauchen. Oh, Explosionsfisch. Das ist schlecht. So, was haben wir hier? Ein Simo-Fragment, okay. Wir sollten jetzt hier mal möglichst schnell raus aus der Strahlung. Wo habe ich es denn gepackt? Da hinten irgendwo. Ja. Ja, genau, jetzt ist plötzlich alles respawned. Wie komisch ist das denn bitte? Du merkwürdiges Spiel. Muss ich also erstmal rumheulen, dass hier nichts passiert? Plötzlich alle Ressourcen verschwunden sind und dann respawnen sie dir plötzlich vor der Nase. Naja, gut. Möchten wir uns nicht beschweren, wie viel Platz ist noch für eine Sache nur noch? Jetzt, wo wir gerade mal auf Zeug gestoßen sind. Ich glaube, wir werden sicherheitshalber mal noch so eine Boje bauen. Und dann können wir die da auswerfen, zukünftig. Und dann schreiben wir dahin, dass wir halt da waren. Wir können dann im Anschluss... Ach so, Inventar ist voll. So. Jetzt nicht mehr. Das nehme ich schon nochmal mit. Was wollte ich sagen? Genau. Dann können wir das hier schreiben, dass hier plötzlich das Zeug halt einfach respawned ist und dann finden die das wieder viel einfacher. Nehmen wir nochmal Quartz mit. Jetzt sind wir voll, also wieder zurück zur Basis. Welcome aboard, Captain. Nee, hier sind... Doch, hier ist auch wieder ein bisschen respawned. Da hinten, rechts, hier. Da sehe ich was. Ach, da halten wir einfach an. Wenn ich werfe, halt einfach noch so ein Titanstück weg. War es sowieso nur Titan. Insofern egal. Welcome aboard, Captain. Ja, liebe Siku, ich will dir schon nichts tun.
Und ich hoffe, dass wir dann natürlich irgendwo bei der Aurora dann auch das Rezept finden. Oder das Fragment finden, das wir brauchen, um hier endlich einen Moonpool bei einer Basis zu errichten. Mensch, jetzt ist hier schon alles voll. Ja, dann hauen wir das Zeug halt hier rein. Das könnte eigentlich schon fast reichen. Das ist auch mal interessant. Ich glaube, da müssen wir wirklich nur noch einmal losziehen und dann hätten wir genügend. So, jetzt würde ich sagen, dann trinken wir auch noch was. Das nehmen wir mal mit. Und lagern das hier ein. Jetzt hier nicht noch irgendwo was anderes zu trinken, so ein Billigwasser, denn die guten Wasser wollte ich eigentlich mitnehmen. Das ist ja jetzt... Vielleicht habe ich da noch was Gutes zu essen. Schlechtes Wasser meine ich. Was Gutes zu essen? Verwirrung, Hilfe, so viel Verwirrung. Ja, da war noch was, genau. Dann hauen wir das nämlich auch noch rein. Ich will gucken, dass wir möglichst gut bei den Vital Signs sind, dass wir uns auch mal schön regenerieren. So. Jetzt Trick 17. Ihr habt vielleicht gesehen gehabt, dass ich darauf geachtet habe, möglichst in einem geraden Winkel zurück... In einem geraden Winkel. Möglichst gerade zurückzufahren zu unserer Basis. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich jetzt das Schiff dann hier einfach 180 Grad drehen kann und dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf unser vorheriges Erntegebiet treffen. Wir müssen halt einfach jetzt nur schön gerade fahren. Dann kommen die da irgendwo hin. Ah, Moment. Wir müssen erst nochmal aussteigen. Ich möchte nämlich gerne hier noch so ein paar Luftsäcke mitnehmen. Luftsack. Oder Blasenfisch. Hießen die nicht mal anders? Hießen die nicht mal Airsack? Komisch. Welcome aboard, Captain. So, jetzt sollten wir doch hier langsam Quarzleuchten sehen. Da sehen wir rechts auch schon was. Deshalb mal raus hier. Das nehmen wir noch mit. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal nicht viel. Also fahren wir weiter. Welcome aboard, Captain. Jetzt sehe ich wieder ein bisschen was. Aber wir entdecken auch Strahlung. Das heißt, wir sind hier ein bisschen gefährlich unterwegs. Ja, ja. Man sieht schon, wir verlieren an Health. Das heißt, wir müssen hier dann doch wieder die Biege machen. Wir sind soweit eingedrungen. Welcome aboard, Captain. So, immer noch Strahlung. Wann ist sie denn weg? Hier ist sie weg, okay. Dann treiben wir uns hier so ein bisschen rum. Und finden dann hier noch hoffentlich ein bisschen nützliches Zeug. Sieht aber aktuell nicht danach aus. Keine Kalksteinablagerungen. Aber noch ein bisschen Quarz, okay. Okidoki, nehme ich alles mit. Das nehme ich doch alles mit. Nee, das war gerade bloß das Symbol für Graben. Da war kein Kalkstein. Ist denn hier irgendwo Kalkstein zu sehen? Auch nicht. Sehr komisch, also das ganze Quarz scheint gerespawnt zu sein. Die Kalksteine aber nicht. Welcome aboard, Captain. Mysteriös. So, und da ist noch... Strahlung detected. Aber da müssen wir jetzt einfach mal ganz kurz sagen, ja, fuck it. Das nehmen wir noch schnell mit. Klopf, das war wenigstens Kupfer. Na. So, und jetzt aber wieder zurück. Bevor wir hier noch hops gehen.
Ja, ich bin ja schon weg, ich bin ja schon weg. Da ist sonst nichts mehr. Welcome aboard, Captain. So. Hier hochgeschottert. Gucken wir uns nochmal um. Da hinten ist gefährlich, da wollen wir jetzt nicht hin. Was rammt uns denn hier schon wieder für irgendeinen Fisch? Das ist bestimmt wieder so ein Penisfisch. Hey, wollt ihr mich verarschen? Ja, man müsste halt irgendwie so Minen bauen können oder so ein Gedöns. Das wäre schon richtig geil. Ich sehe nichts mehr. Hier sind keine Kalkablagerungen. Doch, da ist eine. Wahrscheinlich auch wieder Titan. Aber natürlich. Welch Frage? Da findest du sowieso schon wenig und dann sind es auch nur noch welche, die Titan enthalten. Reicht ja nicht, dass hier überall Wrackteile rumliegen, die wir für Titan nehmen könnten. Nee. Muss auch noch in die Kalksteinablagerungen drin sein. Läuft prima. So, da ist nochmal eine. Ist hier irgendwo eine Pflanze aufgegangen, die ein explosives Zeug verschießt. Vermutlich ist hier unten irgendwo eine Höhle. So, wir nehmen noch einen Blasenfisch mit. Drehen wir wieder um und... Oh. Hier sind auch keine Ablagerungen. Das Glück ist uns wirklich nicht hold. Wo sind wir denn überhaupt? Okay. Da hinten ist aber wieder Quarz. Und da könnte so eine kleine Höhle sein. Moment, wir nehmen erstmal hier noch mit. Was haben wir denn in der Höhle? In der Höhle waren wir offensichtlich schon und dort unten liegt Titan. Ich lasse jetzt das Titan einfach knallhart liegen. Wir haben genügend Kupfer, sehr schön. Titan. Kupfer. Ja gut. Erbarmen wir uns einfach mal und nehmen doch ab und an ein Stückchen mit. Auch wenn es doch eigentlich nur das Kupfer am Herzen liegt. Ups. Das war jetzt ein Versehen, aber ich werfe es jetzt erstmal nicht raus. Das sollten wir dann aber wieder keinen Platz mehr haben. Dann fliegt definitiv noch ein bisschen was raus. Womit haut der da eigentlich dagegen? Emergency. Ups. 10 seconds of oxygen remaining. Nicht gut. Auftauchen, auftauchen, auftauchen. So. Und wir tauchen wieder ab, denn ich habe hier noch ein paar Kalkablagerungen gesehen. Kalksteinablagerungen. Wie sieht's denn aus? Ein Slot haben wir noch. Gehen wir erstmal hier hin. Das war sowieso nur Titan. Haben wir hier unten noch irgendwo eine Ablagerung? Nein. Nein.
Gut, hat uns nicht erwischt. Wir sind besser geworden. Nehme ich noch mal Quarz mit und jetzt sind wir voll. Können trotzdem noch... Na, werfen wir das Titan wieder ab. Ich möchte jetzt eigentlich schon noch gerne ein bisschen hier bleiben. Dann holen wir noch was. Oh Gott, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Es tut mir leid, dass ich immer so massiv überziehe, aber irgendwie bist du dann nur noch drauf fixiert, das Zeug zu finden und achtest nicht mehr so auf die Zeit. Fett sorry dafür. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Ciao.